Ja, herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für Lehrkräfte in Berlin und Brandenburg zur digitalen Lernausgangslage Jahrgangsstufe 7 der sogenannten DigiLAL für das Schuljahr 2021-22. Mein Name ist Rico Emrich und ich werde Sie jetzt in den nachfolgenden Minuten Schritt für Schritt durch die DigiLAL 7 führen. Beginnen wir mit dem, was Sie über die Organisation der DigiLAL wissen sollten. Hier sehen Sie zunächst den prototypischen Ablauf einer Online-Diagnostik, die aus verschiedenen Teilen besteht. Und wir, das ISQ, wir bieten nicht alle Teile dieses Gesamtsettings selbst an, sondern kooperieren hier im Rahmen der DigiLAL mit einem Institut an der Universität Jena, Kompetenztest. Dieses Institut wird im Prinzip die Tarnlisten, also die Codelisten für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen und auch die Aufgabenbearbeitung selbst, die Digitalisierung der Aufgaben wird dort vorgenommen und auch die Korrektur von offenen Aufgaben. Und wir als ISQ bieten die ersten beiden Teile an, also die Anmelden der Klassen und der Schüler, die Administration, sowohl den letzten Teil, die Rückmeldungen für Sie und die Schülerinnen und Schüler an, sodass Sie hier im Prinzip mit zwei verschiedenen Portalen arbeiten und in die Sie dann aber ohne weitere Anmeldung weitergeleitet werden. Zudem haben wir auch in Kooperation mit dem MBJS in diesem Jahr zum ersten Mal für Brandenburger Schulen die Möglichkeit geschaffen, zu einem Datenaustausch mit der Brandenburger Schulverwaltungssoftware WebSchule. Dazu später mehr. Was bieten wir Ihnen mit der DigiLAL 7 im Schuljahr 21/22 an? In einem ersten Schritt in diesem Schuljahr können Sie im Fach Deutsch mit der DigiLAL drei Module oder auch drei Kompetenzbereiche nutzen. Das sind die Bereiche Lesen und Interpretieren. Da geht es um einen literarischen Text. Lesen und Verstehen. Dort ist ein Sachtext hinterlegt und im dritten Modul geht es um Rechtschreiben. Die DigiLAL ist von uns als ein Angebot an Sie konzipiert, was Sie nutzen können. Und die Teilnahme daran ist freiwillig. Wir starten mit der DigiLAL ab dem 16.8. für Brandenburger Schulen und ab dem 23.8. für Berliner Schulen. Und ab diesem Tag finden Sie dann das Projekt Lernausgangslage DigiLAL im ISQ-Portal und können dann mit der Anmeldung und auch der Bearbeitung der Aufgaben beginnen. Die Ergebnisrückmeldungen selbst, an denen arbeiten wir aktuell noch, die stehen voraussichtlich ab dem 23.8. dann auch im ISQ-Portal für Sie zur Verfügung. Das Angebot ist ohne zeitliche Beschränkung von uns konzipiert. Das heißt, Sie können das ganze Schuljahr über die drei Module nutzen und sind hier im Zeitpunkt flexibel. Das Angebot ist auch offen für alle Schulen mit einer siebten Klasse, mit einer Sekundarstufe. Also auch private Schulen sind auch in dem Projekt hinterlegt. Und die Bearbeitungsdauer, die einzelnen Module sind auf 45 Minuten ausgelegt. Das ist eine Bearbeitungszeit, von der wir aus der Vorerprobung wissen, dass sie auch ausreicht, sodass Sie die einzelnen Module in einer Unterrichtsstunde auch gut durchführen können. So, gehen wir weiter zu den organisatorischen Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Das wohl Wichtigste ist sicherlich, dass Sie prüfen sollten vor der eigentlichen Durchführung, dass die technischen Voraussetzungen der Online-Bearbeitung erfüllt sind, vor Ort an Ihrer Schule, an Ihren PCs und Rechnern. Dazu gibt es explizit einen Link von unserem Kooperationspartner Kompetenztest. Die URL des Links sehen Sie hier und Sie können mit Klick auf den Link Ihre lokalen technischen Voraussetzungen prüfen. Das heißt, die Software schaut dann nach Ihren jeweiligen Systemvarianten, im Browser beispielsweise und die Browserversion und gibt Ihnen dann ein Feedback, ob mit dem aktuellen Rechner der die Online-Bearbeitung möglich ist. Und diesen Link sehen Sie hier und den gibt es auch noch in den diversen Online-Portalen. Dann gehe ich gleich noch drauf ein und zeige Ihnen an jeweiligen Stellen, wo Sie den finden. Weiterhin ist wichtig, dass Sie vor dem eigentlichen Bearbeiten natürlich die PC-Räume planen müssen.
auch die Laptops bereitstellen, auch dafür sorgen, dass Laptops aufgeladen sind. Das ist auch häufig anekdotisch von uns herangetragen worden an Schulen, dass man dann mit Laptop-Sätzen in die Klassen geht und dann die Akkus zum Teil nicht aufgeladen sind, um eine Stunde durchzuhalten. All diese Sachen müssten da natürlich vorher gecheckt werden. Diese Themenvoraussetzungen, sagte ich gerade, über den Link prüfen, idealerweise mit allen Rechnern, die DigiLal bearbeiten sollen, wenn sie Ihre Rechner zentral warten und pflegen, also alle auf dem gleichen Stand halten, dann reicht natürlich, wenn Sie das mit einem der an der Bearbeitung beteiligten Rechnern tun. Und als dritten Punkt, dass Sie die Codelisten oder die Tarnlisten für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler verwalten sollten vorab, das heißt aus dem Portal sozusagen herausholen, also runterladen, ausdrucken und um die dann auch die Schülerinnen und Schüler verteilen zu können, damit die sich dann mit ihren eigenen Zugangscodes auch in die Bearbeitung einwählen können. Was bringt Ihnen die Durchführung der DigiLal 7? Einerseits natürlich ganz klar, Sie sparen dadurch Zeit für Korrektur und Eingabe der Ergebnisse, weil viele der Aufgaben automatisiert ausgewertet werden können. Nicht alle, es gibt auch offene Aufgaben, die Sie nachkorrigieren müssen, aber die Zeitersparnis ist trotzdem immens in der Nachbereitung. Es ist auch, wie wir finden, eine zeitgemäße Form der Testung, weil Digitalisierung natürlich jetzt auch in dem Bereich der Diagnostik eine große Rolle spielt und hier auch die entsprechenden Angebote gemacht werden. Und explizit auch erwähnen will ich natürlich, was hier jetzt nicht draufsteht, dass mit der DigiLal natürlich auch Neuentwicklungen von Aufgaben einhergehen aus einer fachdidaktischen, inhaltlichen Perspektive. Das heißt, das sind Aufgaben, die auch explizit den Rahmenlehrplan aufgreifen und sich auch an neuen Formaten orientieren. Das heißt, auch hier ist eine inhaltliche Weiterentwicklung der bisherigen LAL 7 gemacht worden. Soweit zum Organisatorischen. Kommen wir jetzt zum ersten Schritt der Anmeldung. Wie auch in anderen ISQ-Projekten, die im ISQ-Portal laufen, müssen Sie sich zunächst mit einem achtstelligen Schulleitungspasswort anmelden, das projektübergreifend ist. Und mit Ihrer Schulnummer und diesem Schulleitungspasswort wählen Sie sich im ISQ-Portal ein. Dann finden Sie dort die aktuellen Projekte für Ihre Schule und wählen dann das Projekt Lernausgangslage 7, DigiLal mit diesem Projektlogo, was Sie hier sehen, aus und gelangen dann zur Projektseite. Auf der ersten Seite bestätigt dann die Schulleitung noch einmal die Kontaktdaten der Schule, vor allem auch die E-Mail-Adresse, damit wir auch dann den entsprechenden richtigen Adressen mit Ihnen kommunizieren können. Und die Schuldatenbestätigung durch die Schulleitung führt dann im Prinzip dazu, dass Sie im weiteren Schritt dann die Klassen und Kurse anmelden können. Das Anlegen der Klassen erfolgt als nächstes über den Button im Portal Klassen anlegen. Dort klicken Sie drauf und können dann Ihre Klassenname und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler angeben und sehen dort auch schon die drei Module aufgelistet, an denen Ihre Klasse teilnimmt und speichern das für jede Klasse im ISQ-Portal dann ab. Und kommen dann zu der Übersicht, je nachdem, an dem Beispiel sind es drei Klassen, die hier angelegt wurden und können dann über den Button Klassen abschließen, die Klasseneingabe beenden. Und das ist so der herkömmliche Weg, das auch manuell zu tun, wie Sie es auch schon aus den Vergleichsarbeiten im ISQ-Portal-Projekten kennen. Als nächstes geht es dann darum, die Schülerinnen und Schüler anzulegen, die sogenannten Schülerstammdaten. Das machen Sie, indem Sie auf den Stift klicken und kommen dann für jede Klasse sozusagen auf diese Übersicht, wo Sie die einzelnen Schüler noch anlegen können. Aktuell ist nur das Merkmal Geschlecht gefragt für jeden Schüler und jede Schülerin. Und dort können Sie dann die entsprechenden Eintragungen vornehmen. Ja, wie eingangs erwähnt, gibt es für Brandenburger Schulen neben diesem eben skizzierten manuellen Weg noch die Möglichkeit, Daten aus Webschule zu importieren. Das würde ich gerne hier kurz noch skizzieren. Die Schnittstelle von Webschule ins ISQ-Portal funktioniert folgendermaßen.
Aus WebSchule heraus werden Daten exportiert und in einer Datenbank abgelegt, also sozusagen dort geparkt, wenn man so will. Und im ISQ-Portal werden diese Daten dann importiert und in das Projekt Digilal eingelesen. Das heißt, zuerst müssen die Brandenburger Schulen aus WebSchule einen Export der Daten initiieren und dann im ISQ-Portal den Import dieser abgelegten Daten in das Projekt Digilal, also sind sozusagen zwei Schritte, wenn Sie so wollen. Wie sieht das ganz konkret aus? Sie sehen hier einen Screenshot aus dem Webschule-Portal in Brandenburg. Sie haben dann links rot umrandet den Menüpunkt Datenübertragung ISQ und wählen dann das Projekt aus und das Fach. Aktuell gibt es das ja nur für Deutsch und die jeweiligen Klassen und klicken dann auf Daten direkt zum ISQ übertragen und dann wird dieser Datenexport sozusagen initiiert. Sie können auch in einem zweiten Schritt diese Listen der Schülerinnen und Schüler und Klassen noch ausdrucken und erhalten dann diese Klassenlisten und Sie sehen dann hier Ihre Schülerinnen und Schüler mit einem Pseudonym versehen, einem Code. Und diesen Code finden Sie dann auch im ISQ-Portal, damit Sie auch die Zuordnung Ihrer Schülerinnen und Schüler dann herstellen können, weil wir verarbeiten die Daten ja nur anonymisiert. Für den Import dieser bereitgestellten Daten in WebSchule steht Ihnen dann im ISQ-Portal dieser Button WebSchule Datenimport zur Verfügung, den Sie dann anklicken. Sie sehen dann in einer Übersicht die in WebSchule bereitgestellten Daten, die Sie ausgewählt haben und können hier gegebenenfalls noch einzelne Klassen weglassen, die Sie vielleicht nicht importieren möchten. Aber wenn Sie alle Klassen importieren, dann sind das die Daten, die Sie auch in WebSchule sozusagen zum Export freigegeben haben und können dann über den Button Import die Daten ins ISQ-Portal integrieren. Sie sehen dann die importierten Klassen in Ihrem Projekt Digilal und können dann auch hier wieder, wie vorhin schon erwähnt, die Klassen abschließen und dann weiter zur Eingabe der Schülerinnen und Schüler gelangen. Auch hier wieder auf diese Stifte klicken und jetzt kommt der zweite Schritt. Nachdem Sie die Klassen importiert haben, müssen Sie das jetzt noch für die Schülerinnen und Schüler Daten tun, auch aus WebSchule. Das tun Sie, indem Sie unter dem Menüpunkt Import-Export den Button WebSchule Datenimport auswählen. Und Sie sehen dann hier Ihre Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Kennungscodes, den Pseudonymen, die in WebSchule erzeugt worden sind und können auch diese dann hier importieren. Und wie gesagt, diese Schülercodes finden Sie auch in den Webschullisten, sodass Sie dann auch wissen, wer welcher Schüler in Ihrer Klasse ist. Ja, und wenn Sie diese Daten dann auch auf Schülerebene importiert haben, dann finden Sie sie hier bei uns im ISQ-Portal wieder und müssen dann auch hier diese Stammdaten letzten Endes noch abschließen, wie man das auch tun muss, wenn man das manuell einträgt. So, und wenn Sie das auch getan haben, die Schülerinnen und Schüler Stammdaten abgeschlossen, dann sieht die Übersicht idealerweise so aus, dass dort bei den Stammdaten die grünen Haken sind, alle Schüler sind eingetragen und das ist dann jetzt im Prinzip der Punkt, wo Sie sich zum Online-Test-Portal bei unserem Kurspartner Kompetenztest anmelden können, über diesen Link, den Sie dann finden und dann startet im Prinzip die Durchführung. Bevor ich Ihnen ganz konkret zeige, wie die Tests administriert und durchgeführt werden, vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs zum Thema Projektpasswörter für Lehrkräfte. Sie haben im ISQ-Portal den Menüpunkt Projektpasswort. Dort kann Ihre Schulleitung sich die sogenannten sechsstelligen Projektpasswörter für Lehrkräfte ausgeben lassen. Diese Projektpasswörter sind nur für das aktuelle Projekt, in dem Fall Digilal,
Jahrgangsstufe 7 2021-22 gedacht. Und was man mit diesen Passwörtern tun kann, ist Ihnen vielleicht aus dem Vera-Kontext schon bekannt oder aus anderen ISQ-Projekten, dass die Schulleitung mit ihrem achtstelligen ISQ-Portal-Passwort muss, wie ich eingangs sagte, die Schule anmelden, muss auch die Klassen anlegen und muss auch den Webschule-Export initiieren. Das kann man nicht mit dem sechsstelligen Lehrkräftepasswort tun. Die Lehrkräfte können mit diesem sechsstelligen Projektpasswort, was sie dann von der Schulleitung bekommen, alles tun, außer im Prinzip die Schule anmelden und Klassen anlegen. Also Schülerinnendaten einpflegen, eintragen, das Online-Testportal betreuen oder auch die Ergebniseingaben abschließen und Rückmeldungen abrufen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass sozusagen die ersten Schritte der Anmeldung nur über das Schulleitungspasswort realisierbar sind. Jetzt hatte ich schon zu viel versprochen, denn bevor wir die Tests durchführen, müssen wir sie noch vorbereiten. Deswegen noch einige Worte zur Vorbereitung der eigentlichen Bearbeitung. So, Sie haben sich nun im ISQ-Portal über diesen roten Button Anmelden im Online-Testportal angemeldet und kommen dann in dieses Online-Testportal und haben dort die jeweiligen Projekte aufgelistet, die für Ihre Schule sozusagen zugewiesen sind. Wir kümmern uns jetzt um die Online-Tests, und zwar die Durchführung der Lernausgangslage. Das ist das Projekt sozusagen, wo die DigiLal sich dahinter verbirgt. So, wenn Sie dieses Projekt dann dort starten, sehen Sie zunächst die Übersicht der jeweils angelegten Klassen in Ihrer Schule und haben dann dort auch die drei Module jeweils hinterlegt. Sie haben hier rechts die Möglichkeit, die sogenannten Codelisten sich anzuschauen, herunterzuladen. Das sind die Zugangscodes für die Schülerinnen und Schüler zur eigentlichen Bearbeitung der DigiLal. Die sehen dann im Prinzip so aus, dass es eine Codeliste für die Lehrkraft gibt. Sie können sich diese ausdrucken und auch mit Namen versehen, also dann hier die Namen eintragen, die dann auch auf den einzelnen Codekarten für die einzelnen Schüler erscheinen. Wichtig ist, dass diese Namen nicht zwischengespeichert werden. Die bleiben im Prinzip nur lokal bei Ihnen, und wenn Sie die Codes dann schließen, dann gehen auch die eingetragenen Namen wieder weg. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie den Namen eingetragen haben, in dieses Formular dann auch dieses gleich übernehmen und ausdrucken, und bei dem Verlassen sozusagen des Portals wird das alles gelöscht, es wird nichts an uns übertragen. Das sind die Codekarten, die dann erzeugt werden für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin. Auf diesen Codekarten ist dann jeweils die URL der DigiLal hinterlegt, wo sich die Schülerinnen und Schüler dann mit dem Passwort, was ein klassenspezifisches ist, und dem Code, das ist dann ein schülerspezifischer, einwählen, und dann startet die Bearbeitung für die Schülerinnen und Schüler. Und diese Codekarten, Codelisten gibt es natürlich dann für jedes Modul. Aktuell das Beispiel ist für Deutsch lesen und interpretieren. Auf dieser Seite finden Sie unten auch noch detaillierte Informationen zu den technischen Voraussetzungen. Die wichtigsten würde ich Ihnen ganz kurz explizit nennen. Zunächst, die Bearbeitung der DigiLal ist optimiert für Desktop-Anwendungen, das heißt für Computer, PCs, Laptop mit Bildschirm, Tastatur und Maus. Optimiert heißt, es wurde für diese Systeme entwickelt und auch für diese Systeme getestet, sodass wir hier die Durchführung auch garantieren. Das heißt aber nicht, dass die Bearbeitung auf Tablets per se nicht funktioniert. Aber das Funktionieren aller Aufgabenformate wurde halt, wie gesagt, nicht auf Tablets mit den verschiedenen Versionen im Betriebssystem geprüft und kann daher für uns auch nicht garantiert werden. Falls Sie jetzt nur Tablets zur Verfügung haben an Ihrer Schule, wäre ein Tipp von mir, es über die Demo-Version der DigiLal einmal mit dem jeweiligen Tablet oder der Version auszuprobieren und zu schauen, inwieweit dann die DigiLal auch auf dem System läuft. Im Modul Rechtschreiben gibt es auch Höraufgaben. Diese können als MP3 im ISQ-Portal heruntergeladen werden und zentral für die Klasse abgespielt werden oder auch als Transkript vorgelesen werden. Auch das gibt es im Download-Bereich des Projektes. Oder Sie können auch die Hördateien für das individuelle Abspielen durch die Schülerinnen und Schüler auswählen und das ermöglichen, dass die Schüler während der Bearbeitung der Aufgaben selbst die Audios über einen Play-Button abspielen können,
Voraussetzung für das Letztere wäre, dass die Schülerinnen und Schüler Kopfhörer haben. In einem Klassenkontext von mehreren Schülerinnen muss das halt gewährleistet sein, dass die Schüler nicht parallel ihre Audios abspielen, weil sonst keiner mehr etwas hört. Wir empfehlen weiterhin eine Internetverbindung von 6 Megabit pro Sekunde. Das heißt, das wäre sozusagen das Optimum, mit dem sollten Sie keine Probleme haben, die Digilal zu bearbeiten. Es wird aller Voraussicht nach auch mit weniger Bandbreite eine Bearbeitung möglich sein im Klassenverband von sozusagen 20 bis 30 Schülerinnen und Schülern. Aber es ist für uns extern immer schwer zu sagen, welche Bandbreite man braucht, weil es auch darauf ankommt, welche quasi Aktivitäten parallel noch zur Durchführung der Digital in der Schule laufen, die über das Internet gehen. Deswegen ist hier unsere Empfehlung, 6 Megabit pro Sekunde ist ausreichend. Das kann aber auch durchaus mit weniger gehen. Die Bearbeitung über die Browser ist möglich mit allen aktuellen Versionen aller gängigen Browser: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer oder Microsoft Edge. Sodass sozusagen wir hier auch kompatibel sind. Und noch einmal der Verweis auf den Link zum Prüfen der technischen Voraussetzungen. Und das ist sozusagen auch was, was Sie auf alle Fälle vorher machen sollten. Und falls Ihnen dort der Link sagt, dass Ihr Browser zum Beispiel nicht kompatibel ist, weil es ein etwas älteres Modell, eine ältere Version ist, können Sie dort auch auf der Seite gleich noch den Browser herunterladen, mit dem Sie dann auch die Aufgaben bearbeiten können. Von dieser Übersichtsseite nun können Sie die einzelnen Module für einzelne Klassen über den Button Administration administrieren. Auf dieser Administrationsseite, auf die Sie dann kommen, finden Sie zum Beispiel auch den bereits erwähnten Link zum Demo-Zugang für Lehrkräfte. Mit dem haben Sie die Möglichkeit, die Aufgaben und deren Bearbeitung vorab einmal auszuprobieren und sich anzuschauen. Soweit zur Vorbereitung der Digilal. Als nächstes geht es nun zur konkreten Durchführung. Auf der bereits bekannten Übersichtsseite hier sehen Sie den aktuellen Status der jeweiligen Klassen und der jeweiligen einzelnen Module. Abgeschlossen bedeutet, dass diese Bearbeitungen fertig sind und auch korrigiert sind. Und damit die Ergebnisse auch schon im ISQ-Portal. Noch nicht korrigiert heißt, die Bearbeitungen wurden beendet, aber noch nicht korrigiert von Ihnen und nicht begonnen. Ist klar, hier hat sich noch kein einziger Schüler mit einem Code oder einer Tarnliste eingewählt in die Bearbeitung. Auf der Administrationsseite für einzelne Klassen sehen Sie dann die jeweiligen Bearbeitungsstände für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin, jeweils zeilenweise. Sie sehen, ob die Bearbeitung gerade läuft. Sie sehen, auf welcher Aufgabe der Schüler oder die Schülerin gerade arbeitet. Sie sehen auch, ob ein Programmwechsel erfolgt ist. Programmwechsel bedeutet, wenn ein Schüler oder eine Schülerin während des Tests die Bearbeitungsseite verlässt, wird die Bearbeitung gestoppt. Es erscheint dann so ein Sperrbildschirm. Und mit einem Klick auf Zurück, okay, kann der Schüler oder die Schülerin den Test dann weiter bearbeiten. Und diese versuchten Programmwechsel, also wenn zum Beispiel jemand dann versucht, mal Google aufzurufen, werden Ihnen dann hier auch angezeigt. Und sollte das halt häufiger der Fall sein, wäre das halt ein Hinweis darauf, bei dem Schüler oder der Schülerin dann mal nachzuschauen. Sie sehen auch weiter ganz hinten die restliche Bearbeitungszeit, also wie viel Zeit dem Schüler, der Schülerin noch bleibt. Voreingestellt sind zu Beginn 55 Minuten. Und Sie haben auch ganz hinten noch die Möglichkeit, den Test anzuhalten, zu sperren und wieder freizugeben. Das bietet sich beispielsweise an, wenn Schülerinnen und Schüler mal kurz auf Toilette müssen und Sie die Bearbeitung dann für 5 Minuten anhalten. Das heißt, die Bearbeitung stoppt dann und beginnt dann an der Stelle wieder neu, ohne dass die Zeit dann abläuft. Sie können hier auf dieser Seite auch über den Button Bearbeitungszeit diese verlängern für einzelne Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schülergruppen.
Über den weiteren Button auf dieser Seite Audiodateien im Online-Test abspielen, können Sie die Möglichkeit schaffen, den Schülerinnen und Schülern selbstständig während der Bearbeitung der Aufgaben individuell die Hörtexte abspielen zu lassen. Und wenn Sie dies wählen, denken Sie bitte daran an die Kopfhörer für jeden Schüler und jede Schülerin. Zur Bearbeitung der eigentlichen Aufgaben der DigiLa loggen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Daten aus den Codelisten hier ein. Einmal das Passwort für die Klasse und der individuelle Code. Und auf dieser URL sehen Sie dann auch noch einmal den Link zur Prüfung technischen Voraussetzungen, der auch hier auf dieser Seite nochmal hinterlegt ist. So, vor der eigentlichen Bearbeitung der Aufgaben kommt noch ein kurzes modulspezifisches Tutorial für die Schülerinnen und Schüler, wo bestimmte Aufgabentypen, die in dem Modul vorkommen, kurz eingeführt und erklärt werden. Und nachdem das Tutorial durchlaufen wurde, startet dann die Bearbeitung mit der ersten Aufgabe. Soweit die konkrete Durchführung. Die Korrektur. Korrigieren müssen Sie bei der DigiLa lediglich die offenen Aufgaben, die nicht automatisiert durch uns auswertbar sind. Diese Korrektur, diese offenen Aufgaben erfolgt auch online und Sie erreichen diese, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler die Aufgaben bearbeitet haben, dann klicken Sie hier auf Korrektur auf dieser Übersichtsseite. Sie finden dann auf dieser Korrekturseite zu Beginn ein kurzes Tutorial für Sie als Lehrkraft, was Sie sich ansehen können, wie die Korrektur funktioniert. Die Korrekturseite selbst ist so aufgebaut, wie Sie hier sehen, dass Sie einen Schülercode haben, ganz links, mit der jeweiligen Antwort. Der Erwartungshorizont steht oben drüber, dass Sie sehen können, was als richtig oder falsch erwartet wird, sowie ganz rechts so eine Art Bewertungsschalter, wo Sie dann jeweils angeben, ob diese Antwort richtig oder falsch ist. Haben Sie dann alle offenen Antworten korrigiert, müssen Sie die Korrektur abschließen. Das ist ganz wichtig, denn nur bei Bestätigen dieses Korrekturabschlusses, diesen grünen Button sehen Sie oben, werden die Ergebnisse dann ins ISQ-Portal übertragen. Und für uns ist auch nochmal wichtig und auch für Sie letzten Endes, dass wir ganz dringend auf Feedback angewiesen sind zur DigiLa. Dazu führen wir einen kurzen Online-Fragebogen, den Sie in wenigen Minuten ausgefüllt haben und der uns gegebenenfalls hilft, dann die DigiLa auch mittelfristig zu verbessern. Deswegen meine Bitte nochmal hier, geben Sie uns Feedback und wie gesagt, den Online-Fragebogen finden Sie dann auch im Online-Testportal, nachdem Sie dort die Korrektur abgeschlossen haben. So, und zum Schluss die eigentliche Auswertung der Ergebnisrückmeldungen, also das, warum man die DigiLa sozusagen auch durchführt und das läuft wieder über das ISQ-Portal. Haben Sie die Korrektur im Online-Testportal von Kompetenztest abgeschlossen? Sehen Sie dann im ISQ-Portal die übertragenen Ergebnisse. Und mit Klick auf diesen Stift in den jeweiligen Klassen und für die jeweiligen Module gelangen Sie dann auch zu den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Das ist dann die Übersicht für die jeweilige Klasse mit den Ergebnissen für einzelne Schülerinnen und Schüler. Bei jedem Schüler, jeder Schülerin, wo ein Haken ist, haben wir die Ergebnisdaten im Prinzip komplett. Mit Klick auf den Schüler können Sie die dann auch ganz konkret einsehen. Sind noch Ergebniseingaben offen, ist kein Haken. Das wäre hier aktuell der Fall bei dem Schüler 3. Sie können diesen Schüler dann als nicht teilgenommen markieren, sofern er an DigiLa Online nicht teilgenommen hat. Dann werden die Ergebnisse sozusagen ausgegraut. Oder Sie können den Schüler natürlich nachträglich noch an der Aufgabenbearbeitung teilhaben lassen und dann würden dann die Ergebnisse, auch wenn Sie die dann korrigiert hätten, ins ISQ-Portal noch übertragen. Wichtig ist, dass wir im Prinzip die Ergebnisse nur abschließen können, wenn wir für jeden Schüler und jede Schülerin entweder Ergebnisse haben oder Sie uns sagen, der Schüler oder die Schülerin hat am Test nicht teilgenommen, dass die Daten im Prinzip dann komplett und final sind.
Sind alle Eingaben dann für die Schülerinnen und Schüler vollständig? Können Sie diese Eingaben jetzt final abschließen, indem Sie auf diesen roten Button klicken? Den gibt es doppelt, weil der ziemlich wichtig ist, denn wenn Sie diese Ergebniseingaben dann abschließen, dann sind die Schülerergebnisse fix und dann werden mit diesen Daten dann die Rückmeldungen für Sie und Ihre Schüler berechnet. Die Ergebnisrückmeldungen selbst stehen Ihnen dann im ISQ-Portal als PDF zur Verfügung, die Sie sich dann herunterladen und gegebenenfalls auch ausdrucken können. Wir bieten Ihnen im ISQ-Portal verschiedene Rückmeldungen an, also ein relativ breites Portfolio. Es stehen zur Verfügung klassenbezogene Rückmeldungen für Sie als Lehrkraft, für einzelne Teilkompetenzen oder auch für einzelne Aufgaben. Wir haben weiterhin individuelle Rückmeldungen für jede Schülerin und jeden Schüler zur Verfügung gestellt, die auch an die Eltern ausgegeben werden können. Inhaltlich bilden wir Lösungshäufigkeiten ab und auch zu verschiedenen Niveaustufen, also Könnensbereiche, und flankiert wird das Ganze durch didaktische Kommentierungen einzelner Aufgaben. So, ganz zum Schluss vielleicht von mir zusammengefasst noch einige Tipps für die Durchführung und auch nochmal der Verweis auf Materialien dazu. Der erste Tipp dazu wäre, dass viele Schulen uns aus der Praxis der Online-Diagnostik berichten, dass es durchaus hilfreich sein kann, eine Expertin oder einen Experten für die Vorbereitung und Organisation an der Schule zu haben bzw. zu benennen, die sich mit dem System dann etwas auskennt und auch einige Dinge wie zum Beispiel die Codelisten vorbereitet. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie vielleicht noch keine Erfahrung in der Online-Diagnostik haben. Auch in Bezug mit den Projekten des ISQ wäre 8 beispielsweise. Und das zum ersten Mal durchführen, da ist es sicherlich ganz gut, wenn es dann jemanden an der Schule gibt, der sich da vielleicht etwas besser auskennt als die anderen und da entsprechend auch vorbereiten und helfen kann. Ein zweiter Tipp wäre, dass Sie es einfach ausprobieren, auch dies wieder für Schulen, die noch keine Erfahrung haben, dass Sie vielleicht auch den Demo-Zugang nutzen, sich gemeinsam mit anderen Lehrkräften die Bearbeitung der DigiLal-Aufgaben mal anschauen, dass Sie die technischen Voraussetzungen prüfen und vielleicht auch erstmal nur mit der Hälfte der Schüler Ihrer Klasse einsteigen und wenn das dann gut läuft, die andere Hälfte im Prinzip noch nachziehen können und das dann im Prinzip ja, skalieren können. Also Sie müssen ja nicht komplett mit kompletten Klassen teilnehmen, wenn Sie Angst haben, dass Ihre Internetverbindung nicht ausreicht, sondern Sie können die Klassen ja auch in kleinere Gruppen aufteilen und die sukzessive durch die DigiLal führen. Der dritte Schritt wäre, der dritte Tipp nochmal, ganz wichtig, die Voraussetzungen zu prüfen vorher. Den Online-Link hatte ich jetzt mehrfach bereits erwähnt. Das ist idealerweise für alle Rechner zu tun, an denen Schüler die DigiLal bearbeiten sollen. Sofern diese Rechner alle zentral gewartet und betreut sind, also alle auf der gleichen Browser-Version arbeiten und so weiter, dann reicht es natürlich, wenn man einen PC-Computer exemplarisch mal überprüft mit dem Link. Ansonsten, falls Sie nicht sicher sind, dass Sie alle auf dem gleichen Stand sind, wird er sich halt anbieten, mit jedem PC dann mal diesen Link auszuprobieren. Und der dritte Tipp. Nochmal wichtig, dass Sie dass Sie jetzt an das Abschließen der Ergebniseingaben ISQ-Portal denken. Das ist häufig der Schritt, den Schulen dann vergessen und sich wundern, warum es keine Rückmeldungen gibt. Also ich hatte das gesagt, am Ende müssen Sie die Ergebniseingaben im ISQ-Portal, nachdem Sie korrigiert haben, nochmal bestätigen und erst dann stehen Ihnen die Rückmeldungen zur Verfügung. Das sollten Sie auch nicht vergessen. Alle Informationen zu DigiLal finden Sie auch auf unserer Projektseite des ISQ unter der hier genannten Adresse isq-bb.de/lal7. Dort finden Sie auch die Manuale und auch nochmal Verweis auf einzelne wichtige Links in dem Kontext. Ja, und zum Schluss nochmal kurz wiederholt meine Bitte, geben Sie uns Feedback zur DigiLal gern über den bereits erwähnten Online-Fragebogen, gern auch direkt per Mail, gern auch Lob oder Verbesserungswünsche.
Weil nur so können wir die Digilal weiterentwickeln, weil wir aus Feedback aus der Praxis letzten Endes auch angewiesen sind. Deswegen nochmal der Wunsch, sofern Sie Zeit haben und uns Feedback geben würden, würden wir uns sehr freuen. Und das ist sicherlich für die Digilal perspektivisch auch sehr, sehr hilfreich. Ja, hier auf der letzten Folie nochmal zum Schluss unsere Kontaktdaten. Sie erreichen uns per Telefon, unsere ISQ-Hotline in den angegebenen Kernzeiten. Sie erreichen uns per Mail mit der projektbezogenen Mailadresse, die Sie hier sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Digilal ausprobieren und uns auch gerne ein Feedback geben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich wünsche viel Erfolg bei der Durchführung.